Mein Name ist Lukas Ibel. Ich mache eine Ausbildung als Elektroniker für Informations- und Telekommunikationstechnik bei der Stadt Nürnberg. In der Zeitung habe ich die Stelle Elektroniker für Informations- und Telekommunikationstechnik der Stadt Nürnberg gesehen, dass der gesucht wird, und habe mich dann auf die Stelle drauf beworben. Dann habe ich meinen Probearbeitstag hier auf der Feuerwache 1 gemacht und habe dann den Anruf bekommen, dass ich genommen werde. Der Ausbildungsvertrag wird mit der Stadt Nürnberg geschlossen. Von der Stadt Nürnberg ist es ja die Aufgabe, den Brandschutz sicherzustellen. Und dazu gehört auch eben, diese Brandmeldeanlagen zu installieren. Und eben in diesem Bereich sind wir dann tätig. Mit dem Einsatzdienst der Feuerwehr hat unser Bereich nichts zu tun. Früh um 7 Uhr haben wir unseren Arbeitsbeginn. Da wird dann besprochen kurz, was es in den letzten Tagen Neues gab, was heute ansteht und ob die Rufbereitschaft ruhig war. Und danach geht es dann zu den verschiedenen Vorarbeitern. Dort werden dann die Arbeiten eingeteilt, die am Tag genau anstehen. Danach werden unsere Autos geladen, was wir an Material dabei haben müssen. So gegen 8 Uhr fahren wir raus an die Baustelle. Dort erledigen wir dann unsere Arbeiten bis 12 Uhr. Bis 12:30 haben wir dann Mittagspause. Und danach wird dann noch Restarbeiten erledigt und dann fahren wir so gegen 3 auf die Wache, räumen das Auto wieder auf. Um 15.45 Uhr haben wir dann eine Viertelstunde Umziehzeit und um 16 Uhr haben wir dann Feierabend. Das sind unsere Glasfaserverteilzentren, unsere großen. Dort haben wir die Glasfaseranschlüsse einmal auf eine GSS, also eine Spleißbox. Es ist praktisch dafür da, dass man zwei Kabel miteinander verbinden kann, aber ohne Spleißgerät. Das läuft dann eigentlich nur über Stecker. Und in der Patchbox können wir dann verschiedene Leitungen auf andere Kabel schalten. Also es ist eigentlich nur ein Schalthaus. Und dort müssen wir auch reinmessen, ob die Leitungen an sich in Ordnung sind, ob die Spleiße auf der Strecke in den Muffen in Ordnung sind und auch ob die Übergangspunkte in anderen Schalthäusern bzw. Schaltschränken ohne Reflexionen oder Dämpfungen sind. Also so 70% ist man eigentlich draußen und zu denen dann 30% ist man mehr in Schalthäusern, anderen Gebäuden und sowas. Also man ist wirklich sehr viel bei uns draußen, bei Wind und Wetter, aber man kann sich dagegen schützen. Die Ausbildung dauert 3,5 Jahre. Im ersten Lehrjahr ist man im Normalfall bei uns im Kupferbereich, sprich die Kabelzug betreut man oder macht man damit Kupfermuffen erstellen, eben diese KVZs installieren, aufbauen, neue Kabel auflegen. Im zweiten Lehrjahr geht man dann im Glasfaserbereich, wo es dann auch wieder ans Muffen erstellen geht, messen, Hausanschlüsse auch machen. Und im dritten Lehrjahr ist man dann im Anlagenbereich und der Anlagenbereich ist praktisch zuständig für die ganze Wachtechnik. Und im letzten halben Jahr ist man eigentlich auch noch in diesen Anlagenbereich angesiedelt, aber es geht da schon mehr auf die Prüfungsvorbereitung hinzu. In der Berufsschule haben wir Blockunterricht, also das heißt, wir sind mindestens eine Woche am Stück in der Berufsschule. Im ersten Jahr ist man in Nürnberg in der Berufsschule 1 und ab dem zweiten Lehrjahr ist man dann in der Berufsschule in München, kriegt eine Unterkunft und die Zugfahrt komplett von der Stadt gezahlt und man kriegt einmal im Jahr einen Lehrmittelzuschuss. In der Berufsschule im ersten Lehrjahr lernt man eigentlich sehr viel über das Ohmsche Gesetz zu verstehen, damit zu rechnen, dann schon die ersten Leistungsberechnungen. Und im zweiten Lehrjahr, dann geht es schon in diesen speziellen Bereich rein, geht es dann praktisch los mit den ganzen IT-Sachen, was man beachten muss, die ganzen Installationsvorschriften, Dämpfungsberechnungen und halt nebenbei auch noch diese Wechselstromlehre. Im dritten Lehrjahr geht es dann auch wieder weiter mit dieser Spezifizierung. Was mir wirklich Spaß macht, ist dieses kollegiale Verhältnis, was wir bei uns haben. Die Arbeit, es ist mal körperlich anstrengend, mal ist es auch eine leichte Arbeit. Also mir macht dieser Wechsel relativ viel Spaß. Bei uns übernimmt man auch mal Verantwortung, arbeitet schon richtig mit und ist nicht nur der, der jeden Tag hier 100 Meter Schlitze klopft. Die Zukunft wäre für mich das Beste, wenn ich hier bleiben könnte bei der Stadt Nürnberg. Nach der Ausbildung hat man ein halbes Jahr Übernahmegarantie. Die Kommunikationstechnik wird immer schneller. Es wird immer Leute geben müssen, die Verbindungen schaffen. Come on.